Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wuster und wir spielen eine Runde Lords of the Fallen. Und ja, wir sind in der letzten Folge in der Burg hängen geblieben, haben dann aber noch eine Quintessenz bekommen und konnten dadurch unser Kreuz, Heilkreuz upgraden. Deswegen haben wir jetzt auch 8 Ladungen und nochmal 5% mehr Wiederherstellungsrate. Ja. Wir machen hier mal weiter. Ich denke, dass wir hier oben noch... Der Hund. Hier könnten wir wieder wen rächen. Ich sehe, dass hier ist auch ein fetter Kristall. Wir haben ja schon gelernt in der letzten Folge. Beim ersten Mal ist mir das gar nicht so bewusst geworden, aber beim zweiten Mal, hier unten war so ein spezieller Magier. Und wenn man den zerstört, zerstört er auch einige von diesen Kristalle. Entweder man kann da hochlaufen, was ich fast nicht glaube, sondern wir müssen den zweiten Dude oder den nächsten Dude killen und dann wird der Loot da runterfallen. Das ist so jetzt meine Voraussetzung. Oh, hier die Dudes machen. Der steht da hinten, genau. Hinter uns war noch was? Ja. Die Frage ist, ob wir den Dude brauchen, ne? Wahrscheinlich erstmal nicht. Oh, warte mal. Ja, dadurch, dass der so einen Wurm hatte, wollte ich den jetzt dann doch noch wegmachen. Und hier hatten wir die Kiste gelootet. Genau, den Reaper lassen wir erstmal Reaper sein. Ach, drüben haben wir das... Ja, genau, wir haben drüben... Und ich will jetzt noch einmal kurz schauen. In der letzten Folge haben wir hier drüben nur die Tür... Ja, genau, die Tür aufgemacht. Wir haben den König... Schlüssel bekommen. Wie hieß der nochmal? Genau, hier den Schlüssel haben wir bekommen, den Königsschlüssel, genau. Und damit konnten wir die eine Tür aufmachen. Ich will nochmal schauen, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ja, er ist sogar hier auch der Übeltäter. Ich habe keinen Mana. Ungut. Okay, wir haben ihn. So, rest in peace. Da hinten sind noch links und rechts 2 Hunde, aber die sind jetzt erstmal egal. Okay, das heißt, wir gehen weiter die Treppe hoch.
Genau. Okay, wir gehen jetzt erstmal da weiter hoch. Mal sehen, was da oben ist. Das erinnert ein bisschen einerseits in Dark Souls 1 an hier an Takeshis Castle und andererseits, es gab in Elden Ring so eine Kathedrale und wenn man dann ein spezielles Item hatte, so eine Sanduhr war das, glaube ich, dann konnte man das ganze Gebilde auf den Kopf drehen und man hatte einen neuen Weg und es war echt lustig. Ja, hier ist auf. Ist erstmal nichts zu sehen. Ja, dann würden wir zurückkommen. Hier ist sonst keiner, das glaube ich ja gar nicht. Oh, hier ist eine Kiste. Katalysator des Lords. Was kann der? Ah, leider für Inferno. Aber es würde ja auch Sinn machen, der Dude. Also wir sind ja hier in so einem Feuergebiet. Deko, die man nicht kaputt machen kann. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas sehen. Ja, das heißt für uns da hoch, was auch immer da oben ist, ne? Vorsicht. Was mich halt stutzig macht, da unten gibt es einen Punkt, wo man von Umbral wieder nach Axiom zurückkommt. Aber warum wird man hier in eine Falle reingedrückt? Oder gibt es hier wieder nur einen Weg, den man in Umbral begehen kann, um irgendwas freizuschalten? Naja. Kommt selten allein. Ah ja. Ah, den seine Minen. Da hinten ist die Kiste schon offen. Oder ist es keine Kiste? Doch. Aber es ist offen. Okay. Eine Falle? Ich glaube nicht. Kraftschädel. Okay. Sorry, musste kurz niesen. Ja. Habe ich jetzt was übersehen oder habe ich jetzt nichts übersehen? Ich habe schon, glaube ich, gesehen, worauf es hinausläuft. Wir müssen hier wahrscheinlich raus aus dem Gebäude. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssten eher nach Dings wechseln, ne? Eher nach Umbral. Ja. Was mich halt irgendwie stutzig macht. Achso, warte mal, wir kommen dann nicht zurück.
wenn wir hier runterspringen. In meinem Empfinden sind wir in dem Gebäude ja noch nicht fertig. Weil unten in der Mitte quasi war auf jeden Fall, wo der eine Reaper war, den wir noch nicht bekämpft haben, da unten war auf jeden Fall noch was. Und ich würde auch die Tür gerne nochmal drehen, dass wir auf die andere Seite kommen. Das meine ich mit unten, ne? War kein Healing. Ja, das war halt der Hauptgrund, warum ich eher da oben den Zugangspunkt gelegt habe, den neuen. Ja, wir müssen da außen rum. Hier war doch auf jeden Fall... Ja, da ist er. Hier aufpassen, hier stehen, glaube ich, noch mehr Leute auf. Weil hier unten, ihr seht, da ist noch die Tür. Und hier war ja diese Sperre oder was war, wie wir den einen Dude hier weggemacht haben. Mana auffüllen. Sonst steht hier keiner mehr auf. Hier standen doch noch Leute auf, oder nicht? War schon mal der Erste. Da ist der Nächste. So, dann würde ich einmal am Rad nochmal drehen, dass wir hier die Treppe verdrehen. Nochmal um 180 Grad. Tasche, okay. Oh, geht sie sogar runter? Geht's denn hier hin? Da ist Loot. Heiligsalze. Hier können wir einen Samen pflanzen. Ach du meine Güte. Oh.
Ach, bitte triff. Das war jetzt unerwartet, dass hier unten geht es auf jeden Fall weiter. Ach, bitte. Das verstehe ich manchmal nicht, warum das dann nicht so funktioniert. Okay, hier kann man auf jeden Fall runter. Oh. Ja, jetzt ist der Reaper da, stimmt. Den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh mein Gott, das ist ja noch riesig, das Gebiet. Jetzt ist die Frage, geht man nach oben? Aber wir haben die Leiter gedreht, ne? Wir müssten eigentlich... Ja. Genau, das ist der Dude. Und hier unten ist dann der andere Dude, ne? Ja. Dass das nicht reicht, die mit einem Schlag kaputt zu machen, das ist echt traurig manchmal. Das haben wir schon mal. Die Frage, können wir den hier irgendwie... Sind schon mal weg. Er kommt da hinten hoch, sehr gut. Wir holen unsere Sachen erstmal. Ja, da unten. Also es gibt auf jeden Fall zwei Wege. Einmal oben und einmal hier unten. So, können wir hier was machen? Ja. Ah. Das ist hier der Shortcut jetzt hier raus. Okay, sehr gut. Geht hier das Tor wahrscheinlich auf. Und dann sind wir hier unten an diesen Überresten. Hier drüben sind die. Ja, perfekt. Das passt. Ja, wenn man das weiß,
spart man sich auf jeden Fall zwei Setzlinge. Okay, das heißt, wir haben diesen Weg uns jetzt quasi erschlossen. Ich würde noch gerne schauen, ob ich hier irgendwas sehe. Ja, schön Loot anzeigen, dass man auch schön getriggert ist und weiß, okay, da wollen wir hin. Hier ist noch ein. Dass man das nicht irgendwie anvisieren kann, ne? Natürlich kommt dann der Reaper. Oh, wir haben ihn sein Ding rausgenommen. Wir haben den doch erwischt. Hat er sich geheilt? Ja, das heißt, wir brauchen Full Mana. Ach nein. Das war der Hund, okay. Okay, rest in peace, wir haben ihn, oder? Yes. Lichtträger gerecht. Okay, das heißt, wir gehen jetzt nach unten und versuchen ein bisschen vorsichtiger zu sein. Das heißt, die ersten, die hier kommen, sind auf der linken Seite. Hier, ne? Ja. Die Frage, wollen wir hier wirklich einen Punkt setzen? Rede ich jetzt mal. Ist ein Hund und so ein Hund und so ein Springer, so ein Axtdude. So, den haben wir. Wo ist der andere? Ach, da. Wir halt aufpassen, dass der uns. Na okay, der sieht uns. Dann machen wir das lieber so rum. So. Weiß halt nicht, ob hier dann noch einer kommt. Dass da noch wer ist. Auf jeden Fall, hier ist ein fetter Mechanismus, ne?
Hier würde man sogar zurückkommen. Die hat doch gar nicht gezüngelt. Ja bitte, das ist doch echt. Ja. Ja, Freunde, ne? Geile Trap. Dass sofort instant der Reaper kommt und ich ab. Ja. Wollte eigentlich weg und mich heilen. Der Reaper oder so, ne? Hier müssen wir wieder aufpassen. Hier stehen auf jeden Fall noch ein paar Leute auf. Warum steht der nicht auf? Aber eher hier irgendwo, ne? Nein, nein, unser Fokus oder mein Fokus ist jetzt ganz klar, erstmal unsere Sachen zurückzubekommen. Das ist halt wieder diese Kackstelle, wo... Wir haben kein Mana. Dass du das auch so schlecht siehst, was jetzt das Problem ist. Naja. Frage ist, hat er noch den Wurm? Ja.
Er hat ihn weg. Ach, bitte. Der tut, lebt noch, ja, der lebt noch. Ja, da züngelt die Flamme. Ist die Frage, wer hat unsere Seelen, ne? Ah, die liegen hier rum. Sehr gut. Okay, wir haben unsere Sachen wieder. Das ist immer das Wichtigste. Deswegen wollte ich jetzt auch keinen... Ach, hier steht noch ein Reaper. Natürlich ist hier noch ein Reaper, ne? Weil oben auf dem Stock steht ein Reaper. Ich will mich kurz noch hier umschauen. Okay. Ja, ja, dich greife ich nicht an. So. Was passiert jetzt? Halt wieder richtig geil. Ich habe ihn gehört, wie ich genau losgelaufen bin, wie er anfängt zu schreien, der komische Gnome. Müssen wir den hier nicht aktivieren? Was übersehen wir? Hier vielleicht auf so ein Gewicht schießen, aber kann man nicht vorstellen. Okay. Scheinbar nicht noch nicht das Rätsels Lösung. So, ich gehe mal zurück. Ach nein. Man kann hier nur am Rand entlang laufen. Weil hier runterspringen, nee, das funktioniert nicht. Okay. Scheinbar ist das hier eine Sackgasse erstmal. Aber es ist auf jeden Fall, wir müssen irgendwie wahrscheinlich das Ding hier aktivieren. Und dann passiert was in der Kathedrale. Das ist so jetzt meine Vermutung. Ja, das heißt, wir gehen jetzt... Die Treppe ist ja noch gedreht, genau. Wir gehen jetzt die andere Seite mal nach oben und schauen uns die andere Seite an. Weil dann müssen wir nämlich die Treppe nämlich noch einmal drehen, um wieder dorthin zu kommen,
wo wir den zweiten Weg gesehen haben, den wir aber erstmal nicht bestritten haben. So. Genau, da wollen wir hoch. Einfach auf die andere Seite, mal schauen, was da passiert. Theoretisch müsste, ja genau, da müsste ja noch ein Ding sein, so ein... Und wir müssen, genau, wir müssen noch einmal durch das Feuer, da müssen, das sind wir ja auch noch nicht durchgelaufen. Oh, große Delarium-Scheibe. Blitter. Weil durch das Feuer kann man ja auch, wo auch immer man dann hinkommt, aber... Ja, da. Nee, erst Mana aufbauen. Ausdauer regenerieren. Yes, rest in peace. Nochmal seine Armstuhl bekommen. Genau, weil hier müssten wir ja theoretisch auch noch durch. Hier ist so ein Ding. Okay. Die Frage, wo kommt man dort hin, ne? Oh, die sind einmal weg. Oh, what? Okay. Das ist jetzt ungünstig gelaufen. Aber es gab schon Feuer, wo wir so durchlaufen konnten. Okay. Oh, hier ist nur eine Tür. Wir haben den Schlüssel verwendet, den Königsschlüssel. Und können jetzt... ein Shortcut freischalten. Da ist ein Reaper. Da ist eine Memory. Na komm. Wo ist er, der Reaper? Bitte. Eine neue Rune. Drei Kisten. Okay, zwei sind schon kaputt. Schild des der ersten Bestie und eine Rune. Irgendwas. Ja, ich will jetzt jeden Fall erstmal hier die Erinnerung. Ah, hier ist noch ein Reaper. Natürlich ist hier noch ein Reaper.
Den haben wir diesmal besser weg, also weggemacht. So, hier ist die Erinnerung. King Bramis. The hallowed sentinels must be stopped. We cannot tolerate this any longer. The barbarism they displayed yesterday is only the latest in a long line of offenses. But we all know there will be many more and greater crimes to come. Surely, Mornstead has suffered long enough in their shadow. The fate of Mornstead and every single soul within it is mine to decide. Fate, my friends. You would do well to remember that, Fitzroy. Yes, Majesty. Ich war jetzt voll fokussiert hier. Ich habe nicht gesehen, dass der sich anschleicht mit seinem Doggo. Rock der infernalen Zaubererin. Oh, wo geht's hier hin? Ach du meine Güte. Ach, hier liegt Loot auf dem Altar. Ach, zwar nur Salze. Kommt der nicht hier durch? Der eine ist explodiert. Nee, ist nicht. So, jetzt sind die explodiert. So, erstmal zurück. Oh, wir haben den Shortcut. Und einen Aufzug. Oh. Also das Schloss ist ja echt nochmal richtig geil verwinkelt. So, wo kommen wir jetzt raus? Sind hier oben auf dem Dach. Kann man hier rüber? Ja. Ah, wir sind jetzt hier drüben. Kraftmotte. Ist das ein Zeichen? Oh. Sollen wir wirklich hier runter? Ja, da ist schon ein Weg auch, ne? Dude ist noch da, ne? Sind sogar zwei. Will ich da jetzt wirklich runter? Ich
konsumiere so mal so eine Kraftmotte. Eine Kraftmotte ist, wenn wir sterben, dann bekommen wir quasi unsere Kraft zurück oder besser gesagt, wir verlieren sie nicht. Normalerweise, wenn man stirbt, fällt ja die Kraft auf den Boden und entweder in dem Spiel ist es so, ein Gegner kann die Kraft aufnehmen. Zum Beispiel, wenn er uns besiegt hat, nimmt er dann die Kraft an sich. Man muss dann nicht nur die Sachen zurückholen, sondern man muss dann auch den eigenen Gegner töten, je nachdem. Und ich konsumiere das jetzt einfach einmal, damit, falls wir sterben, unsere 20k Kraft jetzt nicht gleich raushauen. Ich wollte hier den Zwischenstep machen. Okay, sogar hier haben wir noch Leben verloren auf dem Step. Das heißt, wenn du von oben runterspringst, bist du wahrscheinlich fast tot. Ach, kann man da rüberlaufen? Ja. Ah, unter Umständen. Hier ist eine Leiter. Okay. Ich sehe jetzt nicht hundertprozentig, wo die hinführt. Ach doch, in den... Da? Ja, in den Thronsaal. Ja, okay. Da, wo wir gerade waren, wo wir die Erinnerung aufgesaugt haben. Ja, okay, hier haben wir die Erinnerung. Okay. Das ist immer besonders geil, ne? Ja, ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass da oben irgendwas im Gebälk versteckt ist. Und am Ende ist es wahrscheinlich ein Mana-Klumpen und eine Munitionstasche. Oh. Es ist wahrscheinlich vollkommen irrelevant, was ich gerade mache, aber ja. Wohin haben wir den Sprung? Ja, da ist... Oder sogar doppelt Loot. Ist die Frage, ne? Adieu, irgendwas von Adieu und irgendwie. Die Frage ist, will man wirklich hier oben kämpfen, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind.
hier. Ah doch, ja, ja, genau, hier hatte ich den, okay. Und ihr seht jetzt, der Effekt der Kraftmotte. Wir haben jetzt quasi unsere Sachen noch, unsere Kraft. Wir haben quasi nichts verloren jetzt durch den Tod. Ich wollte noch schauen, ob hier oben noch irgendwas ist. Ja, im Prinzip haben wir das, ne? Ja, den Loot. Das Einzige ist nur, wir haben jetzt hier wieder diese... Ist der stark. Bitte nicht rein. Ich glaube, wir haben ihn. Ich habe ganz vergessen, dass hier noch einer war. Das war ja der, der sich so angeschlichen hat. Wird eigentlich Mana auch aufgefüllt? Wäre irgendwie blöd, aber... Ja, nee, nee. Der andere ist da hinten, der andere Hund. Ring des infernalen Opfers. Okay. Sonst ist hier nichts. Also nichts ist... Ja, ist immer so relativ, ne? Aber... Wir haben Schwert der Gehäuteten bekommen. Inferno und Stärkewaffe. Aber sonst kein Effekt. Axt des Vernichters. Ich glaube, die kennen wir schon. Dann Schild der ersten Bestie. Ja, okay. Rock des brennenden Seers. Genau, das sind zwei unterschiedliche. Galb der Grace von Edyr und Maske der Gaze von Edyr. Also zwei unterschiedliche Masken. Haben auch ein bisschen andere Werte. Dann die Armstulpen, die haben wir aber schon ein paar Mal gesehen, glaube ich. Panzerhandschuhe des Lords, dann Rock der infernalen Zaubererin, Beinkleid des Lords, das war glaube ich der Panzer, ja, okay. Ring des infernalen Opfers, ein Anhänger mit einer kleinen abgetrennten
Ant, der das Zeichen Adyr trägt. Das verursacht zusätzlich Schaden gegen brennende Feinde. Okay. Einen Ring bekommen. Nee. Neue Splitter. Die Rune ist neu. Erhöht Stärke. Nur Stärke-Skalierung. Ja. Aber wo geht's hier runter? Wann wir hier unten schauen? Ah, ich weiß, wo wir sind. Da hinten ist, glaube ich, der Schlangendude, oder? Ja, da hinten ist der Schlangendude. Wir haben jetzt quasi hier den Shortcut freigeschaltet. Da hinten ist der Schlangendude. Wen sollen wir denn da? Wahrscheinlich den Reaper, oder? Ja. Der Reaper, aber der Reaper ist jetzt erstmal für mich eher uninteressant. Vielleicht ist der Reaper gar nicht so uninteressant, weil wenn wir uns eh hinsetzen müssen. Ich glaube, wir lassen das. Ja, haben wir leider nicht gerecht, aber ach, wir ahnten, dass dann der andere Reaper noch dazu kommt zur Party und wir haben den eigentlich nicht schnell genug down bekommen. Ja, und ich wollte jetzt echt kein Risiko eingehen. Wir sollten vielleicht auch unsere, ja, wir sollten mal hier mal schauen, ob wir nicht ein bisschen was upgraden. Wo kommt der? Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Eigentlich müssten wir jetzt wieder zurücklaufen, ne? Ach ja, einmal durch das Feuer. Das war hier, ne? Und da ich da hinten aber nicht spawnen möchte oder respawnen. Die Frage, wollen wir wirklich
wieder hier unten den Ding setzen. Hier. Oder wir setzen den oben. Das heißt, wir müssten... Wir setzen hier den nochmal rein. Jetzt halt wieder ein bisschen Verschwendung, aber... Weil wir müssen zuerst ja den Weg, den wir ja uns freigeschaltet oder umgeschaltet haben, müssten wir ja eigentlich erstmal ja, machen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt wirklich jedes Mal machen müssen. Den müssen wir auf jeden Fall machen. Natürlich nicht nur einer, es sind schon drei von die komischen Dinger. Aber das heißt, wir müssten jetzt uns um den Dude noch da hinten kümmern. Den hier. What? Okay, ich resette kurz. Sorry, ich musste noch kurz an die Tür. Ja, das ist dann immer in der Sekunde, wie man hier... Aber gut. So ist es manchmal. Aber deswegen ist es auch gar nicht so schlecht gewesen, jetzt hier nochmal kurz zurückzurennen und zu resetten. Ja, wir haben zwar den Dude gerecht, was ganz cool ist, aber wir sind halt wieder in der falschen Welt.
Dass die erst kommen, erst eine Stunde, nachdem er dort vorbeigelaufen ist, wirklich. Und Mana auffüllen schon mal. Diesmal habe ich schnell reagiert und getroffen. So, wir sind ja vorher hier hochgelaufen, haben dann noch so einen kleinen Abschnitt noch entdeckt, so einen zweiten. Und jetzt geht's hier hoch. Und ganz hoch. Mal schauen, wo es dahin geht. Weil hier die Tür haben wir aufgemacht. Sind zwei Hunde und so ein Ding da, so ein Bogenschütze. Ach ja, genau. Hier. Ach, war hier nur die Kammer? Ja, stimmt, hier war nur dieser Raum. Okay, das heißt, wir drehen, können instant drehen. Weil hier waren wir. Das haben wir aufgemacht. Okay, okay, das heißt, wir haben das. Das heißt, wir können... ich laufe lieber nicht... Ich laufe lieber außen rum. Und dann können wir an der Leiter nämlich drehen, ohne dass wir den Dude da jetzt wegmachen müssen. Das war jetzt irgendwie dann doch zu verlockend, da einfach von oben auf den drauf zu springen. Okay. Ja, gut. Am Ende war es doch gut, dass wir nochmal den Samen da hingesetzt haben, einfach weil wir jetzt eh noch zwei, dreimal resetten mussten, um den Weg da hochzubekommen. So. Hier waren ja die Sachen. Und der Dude da drüben, genau, mit seinem komischen Parasiten. Und das war hier der andere Weg, ne? Ja. Den wir dann abgebrochen haben. In der zweiten Ebene, ne? Da waren zwei Hunde. Hier, ne? Okay. Das heißt jetzt hier runter und den Weg. Ich glaube, ich werde aber hier das, damit wir uns jetzt den Weg auch ersparen. Wie viel brauchen wir für ein Level Up? Das wäre vielleicht auch noch interessant. Einfach damit ich das schon mal am Schirm habe. 16.000. Also ungefähr 100. Also 1300 ungefähr noch. Oh. Wen dürfen wir rächen? Oben. Ah ja. Habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass ja die zwei Hunde hier noch sind. Ach, bitte. Rest in Peace, wir haben ihn gerecht. Wir haben selber fast einen sehr hohen Preis dafür gezahlt, aber ja, gut.
300 Kraft bekommen. Ach ja. Ach ja, deswegen hat mich ja das abgehalten, weil hier, wenn wir hier runterfallen, gibt's kein Zurück, ne? Lass mal die Armbrust checken. Einfach so, wir wollen mal schauen, wie stark der da hinten ist. So, schön aufs Köpfchen zielen. Es geht. 400. Knapp 400 Damage. Problem. So, jetzt ist die Frage, wie viele stehen hier hinter den Kisten noch auf, ne? Ja, natürlich. Brandheilung. Kommt hier noch irgendwer von oben runter? Frostbrandsalze. Ach. Kann man da unten auch lang? Wirkt fast so. Aber warum ist da weiß? Der wirkt ja fast wie sie den seine Gemächer. Kommt doch wer, oder? Ah ja. Die Frage ist halt. Ich will erst mal schauen, ob ich hier irgendwie Gegner oder irgendwas finde. Oder sehe. Die Frage ist, wenn wir auf den Kristall springen, kommen wir dann... Ah, da kommen wir da unten rein. Unter dem Raum kommen wir rein, okay? Was ist hier? Wickeltuch? Maske des Lords. Das erinnert ein bisschen auch an Dark Souls 1. Da gab es ja auch die Masken. Und je nachdem, man hatte ja den einen Dude da unten, den Feuer-Dude, platt gemacht und je nachdem hat er eines der drei Masken quasi einem gegeben. Mutter, Vater oder Kind, ne? Je nachdem. Okay, das heißt, eigentlich können wir uns nur hier droppen lassen, oder?
Feuerschutz. Lava. Wirkt irgendwie nicht so. Ach, kommt man hier auf die eine Säule? Nee. Das riecht doch hier echt nach Boss. Das ist doch auch... Keine Ahnung, ja? Komm, wir leveln lieber. Hat keine Auswirkung auf den Damage. Ach, haben wir den Hardcap erreicht? Oder warum wir bekommen jetzt? Hier würden wir Damage dazu bekommen. Na, dann lass lieber Leben pumpen. Ja, es gibt immer sowas wie Soft- und Hardcaps. Ja, 200 Kraft ist mir egal, falls wir die verlieren. Ein Dude? Hat der Bock? Ich glaub schon, ne? Das ist der Pyro-Ding. Pushen. Ja. Und immer wenn der explodiert, explodieren hier auch die ganzen Sachen. Oh, kann man hier was treten? Ah, ich dachte, man kann hier vielleicht... Oh. Die Frage, wie kommt man dann wieder zurück, ne? Ach, da unten. Und dann kommen wir da hoch und können dann da runter. Okay. Oh, Hammer bekommen. Testen wir mal. Oh, Brocken. Oh, das haben wir. Die Frage, na, wollen wir hier diesen Shortcut nehmen? Nee, das ist eine Falle. Das ist doch eine Boss-Arena. Okay, wir aktivieren mal den einen Punkt dort. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Wir sind echt ewig. Also,
am Anfang war das Level hier ja echt super linear. Und ich dachte echt, wenn wir hier in die Kapelle oder was kommen, dann gibt's Bossfight, richtig schön, ja, Ackermatch. Und wir nähern uns quasi mit dem Ende des Games, aber dass wir jetzt hier in diesem Gebiet jetzt hier echt nochmal so viel entdecken konnten oder so viel entdeckt haben. Er hat ja auch keine Ausdauer, ne? So, damit haben wir ihn nochmal gerecht. Rest in Peace. Also das ist echt eine geile Mechanik in dem Game. Das war in anderen... Das war es, glaube ich, sogar auch in Dings so, ne? In Elden Ring, dass man, glaube ich, ein bisschen was machen konnte. Ach ja, genau, der ist ja wieder da. Ja, dann. Ja, natürlich, wenn ich resette, ist der wieder da. Dann kann ich jetzt hier nicht so unbedacht einfach rumspringen. So. Wenn ich jetzt hier außen lang laufe, ist der dann getriggert? Ja, das ist auf jeden Fall eine Falle. Schau noch mal, ob hier irgendwas ist. Nee. Bin ich ja gespannt, ob wir den Brammen treffen. Grüße gern raus an Pizmeet. Oder wen wir jetzt hier treffen. Aber alle reden ja von dem King, ne? Von dem Brammis. Okay. Der entweihte Monarch. Erstmal die Keule buffen. Beschwört er jetzt was oder was? Schmeißt er uns jetzt? Uff.
Das ist halt auch so echt so crazy, dass die alle so einen krassen Aim-Hack haben. Also im Nahkampf den zu bekämpfen, ist ja noch beschissener als von der Ferne. Okay. Ja, erstmal checken, was der kann und ja, wo da vielleicht einzelne Nadelstiche möglich sind zu setzen. Aber die Kurakai können wir nicht holen, oder? Ah, vielleicht hier hinten. Ja, okay, hier, der Loot ist auch weg. Der ist jetzt hier. Ja, das ist auf jeden Fall eine Falle. Aber es wirkt jetzt nicht so, als wäre die irgendwo zum Rufen, ne? Aber dadurch, dass die Kat... Ah, warte mal, was ist hier? Oh, wer bist du? Kurakai? Okay. Drüben wäre auch noch wer. Aber dadurch, dass die Cutscene eine Stunde dauern... Okay, Mana müssen wir erstmal aufpumpen wieder. Bitte, wie viele denn noch? Wie viele hintereinander? Erste Phase wahrscheinlich, ne?
Nein! Oh! Der King ist tot. Nice. Wir müssen auf jeden Fall zurück und die Dings bezahlen, glaube ich. Oh, danke, danke. Geil. Werde ich auch als erstes machen. Mal sehen, was sie verlangt. Wie viel Cash? Teleport? Sie hat ihn echt gut lange abgelenkt. Wir konnten, ich schätze mal, über 50% des Schadens war unser Magieschaden. Und ein, zweimal bin ich ja dann hin und wir konnten dann auch sogar Damage, also Nahkampf-Damage machen. 900. Ja. A pleasure. The wise always do right by the cook, the smith and the hired sword. Hm. Aber scheinbar... I help you. Just be sure to make okay, wir, that would complicate scheinbar ist es noch nicht erledigt. Hätte ich damit gerechnet, so das Übliche, dreimal irgendwie was machen, dann ist die Quest erledigt. Hat sie jetzt irgendwas zu sagen, weil der King ist tot? Nee. Will sie irgendwas sagen? Ah, wir könnten uns anschauen, was links ist. Was haben wir ein Andenken bekommen? Ich glaube schon, ne? So. Andenken? Ja. Was bringt der? Ja. Untersuche das Sigma, das an der letzten bekannten Position der... Achso, wir haben das noch nicht eingesammelt. Ah ja, okay. Ja, wie gesagt, ich bin erstmal zurück, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du dann irgendwie Shit machst und sie vielleicht nicht bezahlst, dass sie dann, ja... Ich will jetzt nicht sagen, Amok läuft, aber dass dann halt irgendwas passiert. Und man kriegt ja genug, oder man kriegt ja Kraft. Und wir geben ihr halt einen Teil. Ja, falsch. Ich wollte die Boss-Arena untersuchen. Oh. Aber der König ist ja nicht Adyr. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Boss ist am Ende. Ob wir den Gott quasi Adyr herausfordern oder nicht. So, ich schau mal, ob ich hier irgendwas finde. Aha. Achso, ich dachte schon, die Dinge ist jetzt wieder repariert. Hier ist die Erinnerung. Jetzt haben wir das Andenken bekommen, okay. Warte mal, dann resette ich noch. Ja, ich resette. Weil das können wir uns dann gleich nochmal anschauen, weil ich würde jetzt hier nur noch kurz die Arena, die Boss-Arena absuchen. Aber wir müssen wahrscheinlich noch das Ding läutern, oder? Das Feuer. Ich hätte hier was versteckt, hier dahinter. Ach, hier hätte man auch zurückgehen können, okay. Interagieren. Adyr, der gebrandmarkte... been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice.
Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. Wir können jetzt eine Wahl treffen. Betrete das Reich der Roga oder nichts tun? Ja. Ich vermute, dass wir wahrscheinlich dann da rein und die Roga oder irgendwen platt machen müssen. Ich würde das jetzt so machen, da ich gesehen habe, echt, die Folge ist jetzt fortgeschritten. Wir schauen jetzt nochmal kurz auf der Himmelrasbrücke an, was für ein Andenken wir da bekommen haben. Oder was wir daraus craften können. Und dann würde ich auch die Folge für heute erstmal beenden. Und wir schauen uns dann in der nächsten Folge an, wo es da weitergeht. In dem Reich der Roga, keine Ahnung, wie groß das ist. So, wir bekommen von ihm den komischen Stein. Das ist ein Hammer. Schweres Gedenken. Ein Teil eines gebrochenen Steinstatue, aus der ein großer, aber beeindruckendes Schild geformt wurde. Achso, das ist ein Schild. Oh, sogar ein richtig krasses Schild. So ein krasses hatten wir ja noch nie. Mit 80%. Okay. Aber sau schwer wahrscheinlich. 50 Kilo. Okay. Dann geschmolzene Krone. Und sein Pyro-Ding. Okay. Okay, okay. Wir hatten doch noch einen anderen Hammer gefunden in der Folge. Lass uns mal kurz die Sachen noch durchchecken. Genau, den Hammer haben wir gefunden. Der skaliert auch mit Strahlen. Ein Hammer, der einst Bartholomäus gehörte, dem persönlichen Leibwächter von Königin Verena II. Von Monstroid. Okay, ja, die Axt kennen wir schon. Könnte dann interessant die Keule werden. Aber unser Hammer der Demokratie ist halt auch, ja. Der hat sogar minus A auf Stärke. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt Stärke pumpen. Weil wir würden ja im gleichen Maß gehen wie das Strahlenattribut. Interessant. Hier oben die Krone, ne? Probe des brennenden Seers. Richtig krass. 157 Feuer. Und das ist schlechter als das, was wir anhaben? Ich glaube nicht. Ja, die Krone kennen wir. Noch Maske des Lords. Das ist jetzt schon die dritte, ne? Hier unten waren die anderen, die Skalp. Helm der brennenden Seers. Okay, nice. Pack dir einfach mal die Sachen, die wir nicht brauchen, in die Kiste. Das war ein Katalysator für Inferno, ja. Das ist auch Inferno, ja. Inferno. Und den Rest lasse ich mal. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir betreten dann mal das Reich von Roha. Keine Ahnung, wie groß das ist. Und wer dann gegen wen es dann heißt, arbeiten und dranglotzen. Mal schauen, was uns erwartet. Ich danke euch fürs Dabeisein und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.